Hallihallöchen, ein herzliches Willkommen back. Willst du hier durch, du Spaten? What the fuck? Ist der gerade einfach über mich rüber geheppert? Muss halt Spaten. Gut, Freunde, erstmal willkommen zurück zu The Legend of Zelda, The Minish Cap Part. Der 18, glaube ich. Heute wird's ein bisschen rätselös. Rätselös, ja, das ist ein Mix aus mysteriös und rätselhaft. Denn ich muss mich irgendwie mal ein bisschen orientieren. Wie kriege ich hier zum Henker nochmal? Ich weiß, dass ich, glaube ich, da rein muss. Also langsam ist ja meine Memory so ein bisschen weg, ne? Aber wie komme ich denn da hin? Also jetzt mal gucken, ne? Da geht's rein, da muss ich runterklettern. Komme ich also von oben. Geh weg, du Spaten. Du stehst da hier halb im Weg, du Kacker. Ja, hier durchgeslitscht und dann hier oben. Dann muss ich von hier kommen. Hier komme ich, glaube ich, hier durch das Haus durch. Dann komme ich von da. Ja, toll. Hier komme ich aber nicht rein. Wo ist ich? Ich bin gerade unglaublich beschäftigt, ja. Da muss ich doch... Ich glaube, ich muss erst die Bücher finden. Und erst, wenn ich die Bücher habe, kann ich, mir von Typi irgendwie was abholen. Keine Ahnung. Wir müssen wir da erstmal in der Bibliothek was machen. Die Frage ist, wo sind die ganzen Bücher nochmal? Ich überlege gerade. So. Ja, da oben. Ja, schön. Das sagt mir jetzt aber auch nichts. Also da oben ist kein Buch. Irgendein Buch, Master. Irgendwo ein Buch. Wo sind Bücher? Hier ist ein Buch. Das habe ich ja nur, oder? Ja, genau, da oben das runtergeschoben habe ich doch gemacht. Da war ich doch beim letzten Part ganz lustig dabei, hier genau ein Buch zu sammeln. Habe ich gemacht, da ist auf jeden Fall was ausgegossen. Aber ich möchte doch meinen, da sind doch noch mehr Bücher. Wo gibt es denn noch mehr Bücher? Das ist doch nicht nur eins, es gibt noch ein zweites, das will ich auch noch haben. Ich habe eine Idee. I have an idea. Aber ob die jetzt so stimmt, ist ja auch erstmal fraglich. Ich werde mich mal ganz kurz hier unten klein machen und dann mal ins Haus gehen. Weil ich glaube, der komische Typ hier links da... Alter, Töne, geh mir aus dem Weg, Alter. Jawohl. Oh, Schlitz. Ja, der springt einfach rüber. Ich wünschte, das könnte ich auch. Aber dafür ist Link zu blöd. Der kann ja nicht springen. Der konnte noch nie springen. Hat er nie gelernt anscheinend. Haben ihm seine Eltern nicht beigebracht, um von Baum zu springen, wie der normale Kind gelernt hat. Nee, Link, der hat das nicht gelernt. Der kann das nicht. Der ist... Der will das nicht. Nee, springen. Wer braucht denn sowas? Braucht doch keine Sau. Gut. Guck mal, ist hier das Buch vielleicht? Nee, ist das auch nicht. Aber hier war doch ein Buch, oder? Ja, nee, bei dir war das nicht. Aber hier konnte man das irgendwie zurechtschieben und dann da oben rennen. Aber wie? Ich kann die ja nicht schieben, die Schränke. Ich bin da zu schwach. Na, ja, ist doch voll ätzend. Oder muss ich hier den Kamin auch auspusten, dass ich da reinkomme? Ich weiß es nicht. Könnte aber sein. Aber wie zum Henker kriege ich jetzt da seinen Ofen aus, ne? Das ist eine gute Frage. Kann natürlich sein, dass ich hier auch genauso durch den Kamin muss wie durch die anderen Dinger. Da musste ich ja auch durch den Kamin, um oben hinzukommen. Das ist doch der Kamin da oben, ne? Toll. Wie kriegt denn da Wasser hin? Ist ja scheiße. Jetzt bin ich verwirrt, das gefällt mir nicht. Na toll. Also ihr merkt schon, es wird rätselös, nicht wahr? Weil irgendwie, ich habe keine Ahnung, wo ich gerade weiter muss. Aber das ist super, ich liebe so ein bisschen dieses Blind-Effekt, der manchmal übrig bleibt, tatsächlich, wenn man lange nicht gespielt hat. Das ist geil irgendwie. Aber wo ist denn das nächste Buch? Ist das ein Haufen Bücher noch fehlt? Wir können ja eigentlich mal die Bibliothekstussi fragen, vielleicht wisst ihr ja was. Bibliothekstante! Willkommen in der Bücherei! Naja, sieh dich in Ruhe um. Hallo, wo kann ich hier ein Buch abgeben? Wie viele Bücherausgaben? Einer von den Probleme. Ja. Ja, dann schilder mir doch mal das Problem. Boah. Dummheit. Hier sind übrigens auch noch Masken. Wollen wir einfach mal ein bisschen rampagen? Na klar, machen wir das erstmal. Ja, ein Tapper, Knacks, Hallöchen. Ein bisschen Wimmer einsammeln. Da ist eine mit einer Zunge. Okay. Welches Buch leihe ich mir heute? Nee, hatte ich schon mal. Tja, natürlich die Frage. Ist ja nicht, welche Bücher fehlen. Das sagt mir auch. Na, bewege sie von alleine. Ja, ist ja gut, du alter Knacker. Das ist natürlich rätselhaft. Ich glaube, das kann ich mir nicht machen, weil dann würde man mir die Quest ja schon anbieten. Die sagt, wenn die Nachbarn ein Problem haben, die sagt mir ja nicht, welche Bücher. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie mir sagt, welche Bücher eigentlich fehlen. Das heißt, vielleicht ist das jetzt noch gar nicht. Oder doch? Aber er sagte doch mal einer, ich muss zum Stadtminisch. Ich bin verwirrt, echt. Ohne Witz, ich bin echt verwirrt. Ich werde aber nochmal zum See da unten watscheln, einfach nur aus, ja, Prinzip. Ach du Spaten als Maul. Alter, stinke Penner. Machst doch ein Rad ab. Ey, du genauso. Alten Stinki. So, jetzt ist natürlich die Frage, ja,
wie, wann und wo, ne? Das ist jetzt the question of the year, ne? Natürlich kann ich immer noch nicht schwimmen. Oh, komm, ich geh nicht rüber, Mann. Ich bin falsch gelaufen. Ich könnte mich ersaufen. So eine Scheiße. Ja, Tyloria-Wald, hier ist es nicht. Ah, guck mal, hier kann ich den Goldspacken killen. Einfach nur, um Geld zu sammeln. Dann kann ich mir einen neuen Köcher holen. Ich will dich töten, Mann. Töten, töten, töten. Töten. Yay, und tot und... ein Huni, naja, mal hin. Den nehme ich doch allzu gerne mit. So, dann werde ich jetzt hier mal so rumlaufen. Ach nee, Quatsch. Ah, doof. Ich sehe nie durch. Dafür stelle ich mich zu blöd an. Voll schlecht. So, jetzt her mal durch die Snitch hier, durch die Lunlun Farm. Da komme ich auch so lang. So, machen wir ein bisschen schneller hier. Lauf mal schneller, Link. Danke. So. Hier war ich ja schon drinne. Hier war ja eins unerwartet, die Tausender Rubinbörse drinne. Na, 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 na. Jetzt muss ich gucken, wie komme ich nochmal da unten hin? Ich weiß, das geht irgendwie. Ich kam doch da unten irgendwie hin. Aber wie nochmal und warum nochmal und wer weiß wie, wo, warum und so. Oder war hier noch ein Buch drinne? Nö. Kein Buch. Oder kam ich durch den Wald nach oben? Ich kam doch durch den Wald irgendwie nach oben, oder? Oh, ich habe den Stein immer noch nicht hochgeschoben. Ich war da jetzt aber schon mal. Oder? War ich? Weiß ich nicht. Gut, dann nehmen wir nochmal die Ukraine. Lalalala. Die hätte ich irgendwo eher nehmen können, ich Trottel. Ist der Weg auch schnell hier oben reinkommen. Ah, Doofheit. Doofheit muss aber einfach mal bestraft werden. So, das ist natürlich die Question, ne? Jetzt können wir so und so, ne? Ihr wisst schon. Ah, ich, nee, wir können da jetzt bloß bei dem Kleinen darin. Was sagt mir denn? Der muss mir da irgendwas sagen, ne? Tropfen sehr wund in der Bücherei anstatt in meinen Tipps. Ja, toll, aber da brauche ich ja die Bücher für. Oder muss ich da irgendein Stüppi fragen, ist die Quest ausgelöst? Ich habe keine Peilung gerade. Aber irgendwas muss passieren, weil sonst ist ja End of the Day und so, ne? Dann arsch ich mich an. Lalala. Remembers at me and mine together. Wo jetzt übrigens neue Parts auf Tasche sind, nur mal so ganz nebenbei. Wenn der Party online ist, dürfte da eigentlich auch schon auf jeden Fall was gezeigt sein, ne? Also, wisst ihr das sowieso schon? So, jetzt muss ich da irgendwie ihn anquasseln, dass da Bücher fehlen? Ich hab da keine Ahnung gerade. Alter Opa, ja, der meckert bloß rum. Da bewege ich Bücher von der Lede. Wow. Hab auch schon größere Sorgen, ja, Junge. So, ja, hier unten gleich runter, bringt mir aber eine Schickwehr hier hin. Jetzt hier mit eben quasseln oder was? Hallo, Jungs! Sagt mir einer von euch, was Party ist? Na, hey! Ja. Ah. Ah, that sounds aber pretty awesome. So, du Spaten hier. Ja, Bücher, auf die man noch kleiner ist. Ja, wiss ich doch. Ja, den habe ich angequatscht, aber den unten bestimmt nicht. Mal gucken, vielleicht hat er was jetzt gebracht. Irgendwie. Ich hoffe ja einfach mal, dass mir das jetzt was gebracht hat. Das wäre echt nice. Ich glaube, dann muss ich die Bücherquest machen. Der hebt mir denn irgendeinen Tipp oder so, glaube ich. Und dann, ja, ich glaube auch diese komische Minischkraft-Dring-Band-Ding in den Döns. Aber ich soll auf jeden Fall die Bibliothekarin fragen. So, du hier aber, bist du doch, ne? Diese ich wusste, ich hab doch schon ein Buch. Ah ja, Kai, du hast es mir zurückgemacht. Hm, danke, das ist eine große Hilfe. Ach, du bist wirklich sehr nett. Ja, dankeschön. Und das ist halt erste Buch, so. Als nächstes wäre das Buch, genau, die Legende der Mensch. Auch schon lange überfällig. Das ist ein Forscher, der etwas zerstreut wirkt und der wohnt in der Nähe der Mühle am Bach. Ah, na geil, langsam geht's vorwärts hier. Wird ja auch Zeit. Ich renne hier planlos rum, hab aus den falschen, ja, ne Quatsch. Und schon kommt man einfach nicht weiter. Das finde ich an Minischkeit irgendwie ganz cool, muss ich sagen. Bücher, dann brauche ich Ballon. Na gut, komm noch rein. Na, jetzt kann ich hier rein. Oh, ich bin Blöm, der. Du bist blöd, aber nicht Blöm. Aber egal, er heißt so, der Minischforscher. Du meinst die Legende der Minischchen aus der Bücherei? Ich habe das Buch schon seit ein paar Tagen nicht mehr gesehen. Vielleicht ein Mäuse in meinem Haus, das muss hier irgendwo sein. Vielleicht kannst du das für mich finden, ich muss weiter forschen. Ja, toll. Oh, okay, das war vielleicht nicht so eine gute Idee. Jetzt komme ich hier dazwischen. Oh, jetzt komme ich da oben nie wieder hoch. Na toll. Gut, jetzt glaube ich, muss ich da. Ah, hehehe. So, hier ist er am Bach. Da kann ich ja mal schnell, ne? Fläschchen. Bin ein Flaschensäufer. Freunde, wollen wir uns mal einen genehmigen? Ach nee, komm, er schüttet der Evos aus. Na toll. Jetzt wollte ich mal richtig auf machen, so, aber irgendwie wollte er nicht. Na gut. Sollte mir egal sein.
Guck mal hier, Splash, Splush, tut mir leid, Feuer aus. Hier wird nicht mehr. Und jetzt kann ich nämlich hoch. Hehehehe. Oder kriegt Dennis das Armband? Ich hab keine Peilung gerade. Nutzt die Chance jetzt allerdings gleich mal und swooden, yeah. Da, 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 dam, 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 dam. Vielleicht kriege ich jetzt schon ein neues Item. Das wäre voll episch. So, hier kann ich noch nicht schieben, ne? Aber ich kann jetzt hier hoch. Ah, geil, voll steil, so. Oh, hallo, hallo, du willst Fragment fein? Oh, grün. Na ja, bitteschön. Hab ich noch ein paar Mal. Dem, 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 dem. Der für die gelbe Mütze auf. Hast dich selbst verpinkelt? Du siehst so urinfarmend aus. Oh Gott, was kriegen wir jetzt schon wieder? Oh, Blättchen? Oh ja, ein Blättchen, das ist gut. Da komme ich gerade oben jetzt endlich hin. Ach, da unten. Nee, da. Aha, halt, klar. Ja, wunderbar, cool. So, dann wäre das ja erledigt. Oder hat er noch was? Weil ich glaube, das ist... Ah, ich glaube, der verschwindet nämlich später. Das heißt, ich... Ach, ich dachte schon, er will das, weil ich nicht so viel habe. Aber er ist lieb und artig. Weil ich glaube, hier später steht hier ein Haus. Und, ui, noch mehr? Na? Noch ein Blättchen? Boah, nice. Dann kann ich jetzt leider Stüppchen schon viel machen. Ja, wunderbar, cool, Mann. So, hier mal nochmal raus und rein. Sicherheitshalber, vielleicht nochmal, ne? Nö, jetzt wieder nicht mehr. Hatte ich Schnauze voll, keine Fragmente mehr. So, dann kann man hier durch das Haus des Fremden slitschen. Da steht schon einer. Den sieht man natürlich auch aus kleiner nur. Hm, du willst unbedingt hier durch? Na, dann wünsche ich dir viel Glück, Mann. Ja, ja, da müssen wir wirklich aufpassen, Freunde, weil da sind fiese Katzen und die schlitzen mich. Die machen richtig schön so. Und dann schlitz, hast du plötzlich eine Katzenkralle im Gesicht. Oh, ich schaff's nicht, ich komme nicht vorwärts. Oh. Was bist denn du für ein Spaten? So ein Pimmel, Alter. Miau, au, Tor. Voll fies. Oh, gluck, 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 ab ist. Oh, Tor. Blöde Katze. Plötzlich steht da wieder oben, ist doch. So, ah, jetzt bin ich hier, genau. Ah, ich wusste doch, hier ist was. Hm, wer hätte gedacht, dass hinter dem Stadtbaum ein solcher Ort existiert? Mann, da wollen wir mal uns beide gleich nochmal nach dem Schatz der Mitte holen. Erstmal schlitzen wir bei die Kackschnecken hier um. So, tschüss, ihr Spaten. Die Frage ist, wo muss ich jetzt lang? Da kann ich schon mal nicht lang. Oh, 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 oh. Ja, zurückgespendet, tut mir leid. So. Herz einsaugen! Ja, toll, wenn es mal funktioniert. Oh. Whoopies. Whoop, eingesaugt. Aber das Herzteil kann man nicht einsaugen. Schade, das wäre echt episch gewesen. So, jetzt hier lang jetzt. Was ist denn jetzt der Schatz der Mensch? Ist jetzt hier echt diese Kraftdingen? Das wäre echt cool. Das hätte Style. Oh. Gibt's Herzen? Oh, eine Fee. Die nehme ich auch als Herzauflader. So, dann müssen wir einmal unseren Schwengelstängel rausholen und... Flip. So. Oh mein Gott, das ist ein Bossfight jetzt. Oh Gott, hier sind noch kleine Pillemanns. Ja, was schlitzt dauern? Ja, nimm das mal an. Kann man ja die irgendwie abschießen damit? Voll lame. Passt ja gar nichts. Weggeschlitzt, du bist der Letzte hier deiner Art. Down, Mann. Haha, und da ist eine Riesenkiste. Und da ist jetzt entweder der Kraftring drin oder was anderes. Ja doch. Das Kraftarmband. Kleiner Mann, große Kraft. Den können wir nur als Minish, also der bringt uns nur als Minish was, weil wir können jetzt als kleiner Minish genauso viel schieben wie der große. Heißt, wir können als kleiner tatsächlich Bücherregale verschieben, die sich dann wie von Zauberhand bewegen, was ziemlich creepy ist. Würde das mal passieren, dass ich jetzt plötzlich irgendwie einen Schrank hinter mir bewegt, dann würde ich, glaube ich, ziemlich irgendwie mal die mir eine im Internet so eine Ghostbusters-Kampagne raussuchen. Geh weg, Katze. Hau ab. Nix, Miau. Gib es nicht. Hi. Verarscht. Ich hab das Kraftband. Voll epic. Yay. So. Jetzt kann ich nämlich was machen. Ah, da musste man das doch so machen. Gut, gut, gut. Bin ja gespannt, ob das jetzt so klappt, wie ich mir das denke. Jetzt könnte es ja vorwärts gehen, ne? So, jetzt kann ich, glaube ich, nämlich hier... Ach nee, falsch rum. Und... So. Voll Porno, ey. Als Kleiner sowas riesig schieben, das möchte ich auch können. Ah, hier ist ein Buch. Ah, nee, da rechts ist eins. Ah, ah. Wie ist das hier hochgekommen? Das ist einfach hochgeflogen. Na klar, ist authentisch, oder? Na so, so, ich verstehe. Die Bücher der Menschen sind interessant. Blöd, der unten wohnt, ist sehr wählerisch, was Bücher angeht. Ja. Aber ich glaube nicht, was Frauen angeht, weil so wie der aussieht. Mir ist das staubig, wir müssen mal sauber machen. Ja, bin ich dabei. Oh!
Ein Doublimus. Wofür ist der gut? Eingesaugt. Was ist mit dir hier? Oh, ha, so. Puh, ich will das Buch nach unten schubsen, aber alleine oder zu zweit. Mein Bruder ist so in seinem Buch vertieft, der hilft mir auch nicht. Und noch einmal. Na, ich helf dir. Na, komm schon, das wäre doch längstens runtergefallen, komm schon. Okay, ich brauche anscheinend doppelte Gewichtskraft. Heißt, ich muss mich vermultiplizieren. Nur multipliziere dich mit dich selbst. Okay, ich habe gerade die Definition von Fick dich selbst erschaffen. Irgendwie ziemlich creepy. Vergessen wir das. Ching, ching, ja, ja. Freut er sich wie so ein Keks. Wir sind im Doppelpack unterwegs. Oh mein Gott, Zelda im Doppelpack. Das ist so episch. Jetzt, Turbel und. Komm schon. Ja, scheiße. Rodor. Da ist das Buch. Jetzt komme ich hier nicht mehr weg, oder was? Ach doch, Gott sei Dank. So, jetzt habe ich das Buch, jetzt kann ich mich groß machen, dann kriegt das zweite Buch. Perfekt. Und dann fehlt bloß noch ein einziges. Und das ist irgendwo unten am Hühlesee. Das haben wir ja schon gesehen, glaube ich. Das lag da ja oben auf dem Bücherregal. Müssen wir aber auch erstmal hinkommen. Ja, ja, so sieht's aus. So, Mr. Pillemann, lass mich mal hier in die Tür. Hi. Tup, 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 steht gerne der Minisch. Tschüss, Typi. Der checkt das nicht, der ist ja voll in seine Forschung vertieft. Voll der Nerd bestimmt. Oder wie eine Frau ja bestimmt. So. Nehmen wir das mal ab, dann müssen wir ja nicht die Quest für das dritte Buch kriegen. Ah, das kenne ich doch, die Legende von Minister. Lange überfällig. Oh, Juhubel! Juhubel, alles klar. Und zuletzt wäre noch alles über Masken. Oh, ein Majora's Mask-Fan. Bürgermeister Hager hat es ausgeliehen. Es geht ja auch, dass der wissische Mann der Stadt das Buch nicht zurückgibt. Ja, das ist ja echt nur eine Verschämtheit, aber es ist irgendwie auch ziemlich weit weg irgendwie. Die Frage ist, wie kam ich denn da noch ran? Ich hab's in meinem Let's Play schon mal geschafft, dass ich da unten rauskam, aber wow. Ja, frag mich nicht wie. Ich hab doch keine Ahnung. Wir können doch mal einfach auf die Karte gucken. Ich hab ja einen Tipp erhalten, nämlich hier einfach mal vergrößern. Ja, da kam ich da unten raus. Da ist noch irgendeine Schatzkiste. Da ist ein Gang. Aber ich kann ja nicht schwimmen. Das bringt es mir ja auch nicht. Ich juck's grad. Nicht das Mikro berühren, das klingt scheiße. Ja, toll. Doch vom Wald aus? Ich überlege gerade. Ich kann doch nicht schwimmen. Was soll ich denn machen? Toll. Ich habe nicht die geringste Ahnung, muss ich ehrlich sagen gerade. Da oben da auch nicht. Ach, Menno, das ist doch doof. Voll scheiße, Mann. Tja, auf jeden Fall ist da irgendwie noch eine Kiste und da ist eine Öffnung. Aber wo genau? Irgendwie war das hier. Oder ich glaube, ich musste mich wohin buddeln. Das wird es sein. Hoffe ich einfach mal. Ich weiß, der Part ist a little bit longer. Eigentlich ist das ein bisschen schon fast lebensmüde, weil ich muss immer auf die rote Zahl da oben gucken. Mal frapse. Nämlich, ich weiß, sobald die gelb wird, ist mein Speicher alle. Ist doof, wenn man beim Re-Uploaden ist und da mal ein bisschen Aufmerksamkeit den ersten Part schenken will. Ich hoffe, ihr habt alle einen Daumen hoch gegeben. Wäre echt mal super, ihr wisst, für Unterstützung und so. Nee, ich glaube, Fühle, sie ist günstiger. Nee. Ach Mann, ich wollte doch bloß einen anderen Ort auswählen, du Spaten. Tschüss, Leute. Bis später. Ich glaube, das ist, oder? Nee, ist ja Quatsch. Ey, was mache ich denn da? Ach, ich Trottel. Oder? Sieht doch da hin, ich weiß es nicht. Da. Ich glaube doch, im Wald ist besser, oder? Bin mir echt nie sicher. Ich werde es einfach mal im Wald probieren. Weil da oben am See kann ich gerne schon ausreißen. Ach, hier ist eine Kiste. Nehmen wir mit. Ein blaues Glücksfragment. Wow, toll. Legendär. Legendary. Da. Fällt mir halt auch nicht. Scheiße, doof. So eine Scheiße passiert auch nur mir. So gut. Vergessen war das ganz schnell. Ich hab nicht gesagt, dass ich irgendwie hier in den Wald, in den See muss. Ich muss tatsächlich ganz weit rumlaufen. Hoffe, ich kann mal schwimmen, dann spare ich mir eine Menge Zeit. Auf dem Baum war ich schon drauf, glaube ich. What? Oh. Weiß, es gab auch noch eine Bodenstange, auf der ich unheimlich viel Geld zurückgelassen habe. Haha. Ist mir scheißegal. Na. Muss doch nochmal zur Farm. Und dann muss ich hier rechts lang und jetzt, ja. Haha. Langsam lichtet sich mein Schädel. Naja, jedenfalls ist es immer, ich wollte ja den Re-Upload so ein bisschen Aufmerksamkeit geben und habe jetzt wegdessen nicht so viel hochgeladen, damit die wirklich die Parts mit mehr Aufmerksamkeit kriegen. Ich glaube, hier muss ich durch, oder? Oder sogar da unten? Ich hoffe es nicht. Wäre jetzt nicht so geil, Mann. Ich glaube sogar, es war da unten. Oh, nein.
Ah, ich hoffe es nicht. Na doch, war hier, glaube ich, oder? Bitte lass es hier sein. Ja, da geht's hoch, aber wie komme ich denn da hin? Na toll. Achso, da. Ach, ich bin blöd. Fail. Einfach durchbuddeln. Schon mit da. Und hier komme ich jetzt genau hier oben raus. Ha, perfekt. Ich wusste doch. Dam, da, da. So, schwimmen kann ich noch nicht, aber ich kann mein Buch hier holen, hoffe ich. Genau. Da kann ich denn. Ah, ja, genau. Ich weiß es. Gut, das Buch hole ich mir noch im nächsten Part. Gebe ich es dann ab, Freunde. Wo war ich? Jedenfalls nehme ich da gerade ziemlich viel zwecks dessen auf, weil ich halt Bock auf Aufnehmer habe und gerade frei habe die Woche jetzt. Aber ich komme nicht zum Hochladen. Aber jetzt geht's ja wieder richtig los. Los, schneller Link. Yay. Einmal ein bisschen schräg pfeifen, dann wird man plötzlich unheimlich schnell. I don't verstehe warum, aber ist mir egal. Man muss ja nicht alles verstehen, ne? Man kann ja alles essen, aber man muss nicht alles wissen. So, ja, ich nehme mal ein Glücksfragment. Ey, wer versteckt denn hier sowas? Das sammelt doch keine Sau ein. So, nehme ich mal bitte mit. Danke. So, und mächtig wie wir sind nun. Swoot, und hier dahinter scheint eine Treppe. Und dann... Und... Einfach runtergeschmissen. Und wenn ich jetzt groß bin, kann ich es einsammeln. Das heißt, ich werde jetzt nochmal mich groß machen. Na toll. Lass mich mal mit, danke. So, swoot. So, machen wir ein bisschen schneller. Flup, 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 flup. Oh, scheiße, wo kommt ihr denn plötzlich her? Nein, aua, doa, 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 doa. Tschüss, ihr Spaten. So, angekommen. So, da werde ich dich groß machen und Buch einsammeln. Und dann haben wir die drei Bücher zusammen und können Lexta-Dingen besuchen, wie auch immer er heißt. Lekta, leck mich doch sonst wo oder so. Dam, 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 dam. Da steht alles über Masks. Majora's Mask. Mask, Mask ist glaube ich auch so eine American-English, British-English-Geschichte. Habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt irgendwo. So. Brezel-Pfannenkleister, sag ich nur. Moment. So, hier mal einen Grabbelhandschuh rausholen. Voll gegrabt und so. Durchgeschobbelt. Voll diese scheiße Anglizismen, ey. Voll zum Kotzen. Aber ist ja irgendwie Modesprache. Also, man hat mir ja so ein bisschen überlegt, ach, machst du so ein bisschen Englisch im LP? Ist ja jetzt nicht so das Problem hier. Ist ja nicht so das Problem, ne? Findest du voll cool, ey. Ist voll very skillig und so. Klingt dann scheiße manchmal. Gut, eigentlich können wir ja direkt ins Dörfel fliegen. Warum laufe ich eigentlich immer? Ich Trottel. So. So, Wind mal reisen und danke fürs Absetzen. Da. Huch. Oh, das wollte ich gar nicht. Nein! Oh, voll ins Leere. Ist doch voll ins Leere. Huch, wo ist mein Typ hier hin? Tja, ich war schon weg. Ich war zu schnell für dich. Gut, ich hätte ja gerne ein paar Rubine, könnte ich mir in den Köcher rufen. Ah, doof. Na gut, Freunde, ich glaube, im nächsten Part können wir dann bei der Bibliothek die ganzen Bücher abgeben und gucken mal, was kriegen wir denn dann von dem komischen Lexa. Heini, kriegen wir nur einen doofen Hinweis? Oder kriegen wir tatsächlich was geschenkt? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder. Bis dann wieder. Macht's gut. Und auch ein Tschüssikowski und ciao.